Zum ersten Mal seit fast einer Woche hat es am Freitag wieder israelische Luftangriffe auf südliche Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut gegeben. Dabei wurden mehrere Wohnhäuser zerstört. Meldungen über Tote und Verletzte gab es zunächst nicht. Zuvor hatte Israel die Bewohner der betroffenen Gebiete aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Die Angriffe folgten auf einen erneuten, aber bisher erfolglosen Versuch der US-geführten Diplomatie, einen Waffenstillstand im Gazastreifen und im Libanon zu erreichen. Um die seit über einem Jahr andauernden Kämpfe zwischen Israel und den vom Iran unterstützten Gruppen Hamas und Hisbollah zu beenden. Der Konflikt im Libanon ist in den letzten 5 Wochen dramatisch eskaliert. Bürgerinnen und Bürger von Beirut, die sich am Freitag vor der Kamera äußerten, sehen die Schuld daran bei Israel. Das ist ein monströser Krieg, für den es kein Regelwerk gibt. Israel ist ein illegitimes Gebilde und alles, was es tut, ist illegitim. Und es muss Israel eine Grenze gesetzt werden, weil es sich an kein Gesetz und keine menschliche Moral hält. Das hat mit den laufenden Verhandlungen zwischen Israel und Libanon zu tun. Und diese werden Verhandlungen unter Beschuss genannt, um Druck auszuüben. Der libanesische Ministerpräsident hatte am Mittwoch die Hoffnung geäußert, dass innerhalb weniger Tage ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel verkündet werden würde. Zuvor hatte der israelische Rundfunk den Entwurf eines Abkommens veröffentlicht, das angeblich eine 60-tägige Waffenruhe vorsieht.